Dafür müssen die Artistas erstmal alle versorgt werden. Apropos, mit Versorgung hier generell aus. Die meisten Dinge gehen gut genug. Wir haben noch Sekt hier. Mehr Druck im Kessel. Die Menschen lassen sie hochleben. So, dann gib Stahlträger. Zum Horizont. Mit denen geht alles soweit klar. Bei dem möchte ich gerne noch ein bisschen Geld reinzahlen und Schleim. Was war das eben? Nix. Dieser Geld. Mist interessiert mich kein bisschen. Ja, okay, dann fahr zur Hölle. Wir werden noch keinen Krieg auslösen, weil wir unsere Inseln gerade stehlen. Wie geht's mit dem Dünger hier eigentlich? Gut genug. Hält. Okay, wir haben sehr viel Mist, aber wir haben noch nicht so viel Dünger. Ich glaube, wir können noch ein weiteres Düngerwerk bauen. Wofür uns Stahlträger? Ich habe gar nichts gesagt. Wir tun alles. Erwarten neue Horizonte. Da ist das Zeug. Strom. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Tschu-tschu-tschu-tschu. Mehr Druck im Kessel. So, her. Dann die Stahlträger nach oben. Abdrehen beginnen. Gut, da wird Öl verladen. Er hat schon einen Anteil zurückgekauft. Wir arbeiten uns hier durch, mein Freund. Wir nehmen uns deine Insel. Du machst nichts damit. Da können wir die sie auch gleich Insel haben. Eines Konkurrenten wird belagert. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Zucker und derartiges beschaffen. Wir wollten hierfür zweimal Zuckerproduktion bauen. Weil Mezcal Zucker braucht. Wie sieht's aus? 1:1. Wir brauchen also 2 Zuckerplantagen. Es gibt schon 2, aber wir haben eine Hacienda hier. Mit Hacienda ist das kleiner. Hacienda Farm. Ich habe doch schon alle Volkslieder gespielt, die ich kenne. Zuckerrohr. So. Raffinerie. So, Zuckerraffinerie ist angeschlossen. Was brauchen wir noch?
Nicht sicher, Kalmaras könnten wir woanders herstellen. Das ist kein Problem. Maisplantagen. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Jalea-Küche. Moment. Da sehe ich was. Wahrscheinlich ist es dann besser, die Sachen hier herzustellen, oder? Wenn wir Zucker hier herstellen, könnten wir hier einen Mezcal-Ausschank machen. Dann müssen wir nur die Zitrusfrüchte entweder hier herstellen oder rüberbringen. Wahrscheinlich einfach hier herstellen. Und dann können wir die Sachen hier unter Strom setzen und Mezcal hochbringen. Oder... Also die Zitrusfrüchte können wir da oben herstellen. Dann müssen wir einfach Zucker und Kräuter hochbringen. Und Kräuter und Kalmaris hochbringen. Und Mais. Denn ich habe auch festgestellt, das können wir unter Strom setzen. Wäre ziemlich dämlich, wenn wir das Zeug dann hier unter Strom setzen müssten. Wenn wir den Strom hier aufgesetzt haben. Die Menschen lassen sie hochleben. Das heißt, es wäre effektiver, die Mezcal und die Kalmaris hierher oder die Jalea herzustellen oder sie hierher zu stellen, wo wir ohnehin schon Elektrizität haben. Hier ergibt es insofern Sinn, dass wir hier freien Strandbereich haben. Dann müssen wir einfach nur die Kräuter hier runterbringen und dann ist das gut. Das geht. Das ist gar kein Problem. Da müssen wir wirklich nur Kräuter hier runter transportieren, das Zeug dann hier hochbringen. Dann machen wir das so. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Gar keine. Hau raus. Wir haben Ausgaben zu tätigen. Während du mein paar Hautfetzen feilst, durchkämme ich die Wälder auf der Suche nach einem Bettvorleger. Ich weiß. Die Menschen lassen sie hochleben. Das ist ein ganzer Batzen Salpeter, der entstanden ist. Natürlich, kommen Sie zu uns. Dann können wir nämlich alle Sachen unter Strom setzen, die wir brauchen. Kalmaris Fischerei 2 zu 1. Wir brauchen 4 Stück. Ah, das geht auch hier hin. Können wir es an die Straße anschließen? Doch. Können wir. Gut. Das ist angeschlossen, oder? Nein, es ist nicht. Können die Sachen einfach viel besser nach draußen bauen. Das vergesse ich einfach. So. Okay, Maisplantagen. Frachtschiff steht bereit. Eigentlich können wir das Zeug wieder mitnehmen. Wollten wir damit irgendwas machen? Es fehlte etwas. Wofür fehlte uns etwas? Ah, für ein weiteres Düngerwerk fehlt uns eventuell etwas. Mir eventuell mehr Dünger zu schaffen. Naja. Kisten unter Deck!
bringen wir das Zeug erstmal hier runter und bauen die Sachen hier auf, die wir hier aufbauen wollen. Unser kleines Herz der Finsternis. So. Also eine Jalea-Küche können wir hier bauen. Die für zwei arbeiten wird. Und ein Mezcal. Zucker werden wir schon herstellen. Zitrusfrüchte können wir hier holen. Dann müssen wir nur Kräuter rüber importieren. Bitte, wir nehmen jede Hilfe an. Eine Fotografieaufgabe. Dafür brauchst du Hilfe. Manchmal bin ich enttäuscht von euch, wisst ihr das? Wir zählen auf dich. Und ein Lager aus kann. Was ist das denn bitte für eine Ketzerei hier einfach? Ja, manchmal frage ich mich, was ich hier für absoluten Schmarrn baue. Ah, okay, gut. Muss wohl so sein. Nein, ich will die Straße. So. Neue Befehle? Halt, anderes Schiff. Darf ich Sie zum Tanz auffordern? Nein. Baumschule Zitrusfrüchte. 1:1. Wir brauchen also 2, weil das unter Strom gesetzt sein wird. Baut die Dinge bitte ernsthaft. Hier oben ist Platz. Ich habe mal über einen Mann gelesen, der Städte aus Staub errichtet hat. Aber das war reine Dichtung. Nur Kräuter. Wenn du sie am Stück herunterwirkst, verspreche ich es dir gleich zu tun. Er mag das nicht, ich weiß. Oh je, wir sind nicht mehr gut mit ihm. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Unmöglich. Bleiben. Regenbögen aus farbigen Knochen. Fächung ist gerade auch nicht so ganz gut drin. Gib dich auf. Was? So, hier bitte. Ein Foto. Die Menschen lassen sie hochleben. Haben wir nicht ein Rathaus, das weg kann? Ja. Ich weiß nicht, was wir ohne dich getan hätten. Da ist nichts drin gewesen, was eine Relevanz war. Und das bedeutet, wir können die Insel jetzt jederzeit übernehmen. In den ersten paar Minuten können wir es übernehmen, aber wir haben ganz genau genug Einfluss dafür. Und dann haben wir Zugriff auf eigene Kräuter. Die können wir dann hier rüber schippern, wo wir dann das verarbeitete Zeug hier hochbringen dürfen. Haben wir irgendwelche Leute in Handelskammern oder sowas nützlich dran? Nein. Plantagen. Würden mehr Module kriegen, höhere Produktivität. Nee, weniger Module sogar und höhere Produktivität. Okay, das ist nützlich. Paprika, Kartoffeln und Trauben werden nebenbei noch rausgeschmissen. Nützliche Dinge. Mais.
Davon haben wir keinen so großen Überschuss hier. Ich würde sagen, wir sollten nur ein bisschen Mais beschaffen. Halt. Machen wir nochmal hier. Eins. Also wir brauchen zwei für ein. Das heißt, wir brauchen noch vier Maisplantagen. Denn wie viel haben wir denn aktuell von hier? Wir haben zwei. Das reicht nicht. Zwei wird nicht genug sein. Die Insel ist aber nahezu voll. So. Was haben Sie getan? Wo habe ich das überhaupt noch getan? An diesem Punkt weiß ich es nämlich nicht. So. Wir müssen das Land erst vorbereiten. Ich weiß, dass ihr das müsst, aber sehe ich aus wie jemand, der gefragt hat? Immerhin frage ich nicht, sondern ich sorge, dass ihr Land habt, das ihr bereiten könnt. Also fein nicht. So. Und Ausbau. Okay, dürfen wir jetzt einkaufen? Speichern. Gehen wir noch einmal rüber. Wie schlimm sind die Sachen jetzt hier? Er kommt gleich. Oh, no you don't. Messing ist voll. Wurst hat nicht mehr wirklich zugenommen. Wir können Nähmaschinen loswerden. Wenn wir auch ein bisschen Schmuck wollen. So. So viel will ich davon auch nicht loswerden. Geht das mal runter auf 50. Mit. Hundert und zehn. So. Das ist jetzt einmal tragbar. Die Waren müssen halt wirklich laufen, damit die Speicherstadt klarkommt. Meine Standards werden gerade so erfüllt. Fehlt uns Schokolade? Ja, es fehlt uns Schokolade. Kaffee haben wir viel, wir brauchen Schokolade. Gib doch mal 250 rein. Und auch an die Stelle vom Messing. Planen wir vom Messing. Wir haben Messing voll. Gib uns Schokolade stattdessen. Und 50 Geschütze können dafür verarbeitet werden, Schokolade zu bekommen. Gut. Der Morris läuft gerade ein. Denen geht das Zeug nämlich gerade aus. Und wir müssen danach helfen, weil die ansonsten direkt wieder wegrennt. Keine Schokolade, sofort weggerannt. Einige Felder könnten helfen.
Wir kümmern uns hier um alles. Sehe ich, aber was will ich machen? Irgendwo hier kann ich anschließen. Grenze erreicht. Ach, deswegen. Das ist doch gar kein Problem. Nein. Nein. Es sind jetzt 4 Stunden am Stück. Sind sie? Sich mal die Beine zu verlieren. Ach ja, ich war eine Weile weg. Hab eine Weile Pause gemacht. Also nein, es sind noch keine 4 Stunden. Es sind erst gleich 3. So, ich stelle die Felder hier ganz kurz. Denn das ist ja schrecklich. Woran? Ich bin hier so umschlossen, dass er nicht erreicht werden kann. Ja, fürchterlich, was ich teilweise verbrochen habe an den Feldern. Da waren so riesige freie Flächen. Woran klebst du jetzt? Was getan? Sehr abscheulich. So, was ist dein Defekt? Wieso fehlen dir noch Felder? Stell ich die hier hinten auch noch ein bisschen um. Ich baue das Ganze mal ganz kurz. Das geht nämlich nicht mehr. Das kann ich nicht länger ertragen. War jetzt die ganze Zeit schon so einfach ein Dorn in meinem Auge. Zeit, den rauszureißen. Der Abschnitt hier aber... Ah, okay, der kommt dann nirgendwo ran. Okay, den müssen wir dann umverschieben. So. Kannst du zuerst mal hier voll machen. Der hat nach wie vor keine Grenze hier draußen. Da müssen wir irgendwie drankommen. Da sind wir dran gekommen. Und jetzt kommt der hier nicht weiter. Toll. Glück, ob wir die Straße irgendwie umverschieben können. Nicht länger im Weg stehen. Scheinbar können wir das. So.
Na, da hindurch. Der hier kann sich dann hier so füllen. Gut. Endlich. Die Abscheulichkeit ist damit nicht behoben. Felder haben alle. Die Getreidefarmen haben alle ihre volle Felderkapazität. Mit der Ausnahme derer, die keinen Trecker bekommen haben. Aber das werde ich in meinem Leben nicht anrühren. Kann dem mir vielleicht noch Trecker geben. Der kann Trecker bekommen, das ist gar kein Problem. Der hier auch. Der kann dann jetzt einfach hier in der Ecke noch einmal alles voll bekommen. Und dann ist das gut. So. Wir können die ein bisschen härter durcharbeiten. Du. Elendiger. So. Versteckt die Flaschen. Versteckt immer die Flaschen. Kommt ihr inzwischen auf euer Leben klar? Gut, wir müssen in die neue alte Welt in die neue Welt zurück. Und die Insels einkaufen. Wir sollten speichern, bevor ich das tue. Weil, das könnte einen Krieg auslösen. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Du buckelst in genau der richtigen Höhe für einen Hammerschlag. Oh, nett. Die Insel eines Konkurrenten okay, was? Dann fahr einfach zur Hölle. Ich kaufe deine scheiß Insel jetzt. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Apokalypse. Jetzt. Das ist Casus Belli. Wir haben noch Frieden. Aber nicht mehr lange. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. No, no, no. Ist ein bisschen Kleingeld? Welt ist so langweilig. Außer man stopft es jemandem in den Rachen. Okay. Liebe Gemeinde, ich finde, damit haben wir Zukunftseisen einfach richtig schön in ein Kuckuckseisennest gesetzt. Wir speichern hier. Und der darf dann irgendwie schauen, wie er nächstes Mal damit klarkommt, dass Alonso Graves absolut voller Hass an die Kehle springen wird. Er muss seine Fregatte nächstes Mal unbedingt retten. Erinnert ihn daran. Er liegt nämlich noch irgendwo bei Alonso Graves Flotte und die wird innerhalb von einer Salve gelöscht werden, wenn er sie nicht entfernt. Merken wir uns das und... Dann geht's wohl, nächste Aufnahme, wahrscheinlich ein bisschen rund. Ich hoffe, unsere Flotte ist bereit. Wir müssen zuerst die alte Welt aufräumen, dann die neue. Die neue Welt halten wir einfach die Rolle. Die alte Welt räumen wir irgendwie auf und dann verbünden wir uns irgendwie mit dem anderen Kollegen. Und dann regeln wir das so. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß und Cheerio!